Also, wenn die Personen hier angeliefert werden, weil eben ein Richter entschieden hat, dass momentan keine Freilassung möglich ist und eine Gewahrsamnahme oder eben eine Festnahme erforderlich ist, dann kommen die Personen hier an, werden natürlich noch einmal durchsucht jetzt, weil hier ist es besonders wichtig, hier wird natürlich auch noch weitergehend, werden Gegenstände abgenommen, die unter Umständen selbstgefährlich sein können, fremdgefährlich, die es vorher noch nicht so erforderlich gemacht haben, diese Durchsuchungen. Und dann werden die Zellen natürlich auch entsprechend ausgestattet mit Schlafmöglichkeiten, mit entsprechenden Matratzen und eine Verpflegung erfolgt natürlich wiederum, Essen, Trinken, je nachdem, was hier erforderlich ist. Dann können natürlich auch die entsprechend Verwahrten auf sich aufmerksam machen durch Notrufknöpfe, wo hier von jeder, wenn irgendwelche Befindlichkeiten bestehen, dass Stunden sofort nachgekommen werden kann. Natürlich alles im Rahmen der Möglichkeiten, je nachdem, wie viele Leute hier sind und wie groß die Wohnung im Fall ist. Wie lange können die Leute hier maximal bleiben? Ja, es gibt ja keine festen Zeiten, das hängt natürlich von der richterlichen Entscheidung ab. Aber dadurch, dass wir eben Justizpolizei in einem Gebäudekomplex haben, sind wir gute Dinge, dass das alles so schnell wie möglich erfolgt und keiner, also auch nur eine halbe Stunde länger als ungerechtfertigt hier verwartet ist. Wie viele Leute können maximal hier reinkommen? Hier sagen wir, warum? Im Hintergrund ist das Signal, dass ja keiner auf so einen Alarmknopf drückt. Die Zellenbelegung ist ausgelegt auf 4 Personen. Das entspricht den entsprechenden Vorschriften. Und man könnte im Notfall, wenn es mal wirklich tatsächlich zu viel werden würde, noch eine dazulegen. Wir werden aber versuchen, dass wir möglichst weniger, im Idealfall gar keine mehr unterbringen müssen. Inwiefern ist das hier ein Unterschied zu dem, was wir von Heiligendamm kennen? Da gab es ja viel Kritik an der Unterbringung von Gefangenen. Inwiefern ist das hier ganz anders? Also, Heiligendamm kenne ich nur aus Erzählungen. Ich war in Heiligendamm selber nicht dabei und kann mich auch nicht von der Erfahrung sprechen. Aber soviel ich weiß, ist das hier doch sehr viel komfortabler, als es damals in Heiligendamm gewesen sein soll. Und Sie sehen selber, bis auf die Tatsache, dass man hier natürlich zunächst eingesperrt ist und hinter Gittern, versucht man schon das so einigermaßen. Was macht das? Jetzt können Sie mich kurz beschreiben, was ist der Komfort hier? Ja, vom Komfort will ich jetzt nicht sprechen, aber es sind zumindest neue Anlagen und die Beleuchtung, die Beheizung oder eben auch die Kühlung ist möglich und insofern versucht man schon, dass man das in Anführungsstrichen angenehm und möglich gestalten kann. Das Rauchverbot kann man vielleicht mal sagen, oder? Ja, Rauchverbot ist natürlich obligatorisch, also, aber nicht nur im Übrigen für die Festgenommenen, sondern für alle polizeilichen Dienste und alle Künstler, die kennen eines Rauchverbots. Haben wir den elektronischen Medien? So, ich habe gerade noch mit unserem Anwalt gesprochen. Dadurch, dass, also das ist aber alles nichts, also das ist alles informell. Im Gespräch zwischen dem Anwalt und dem Gericht sozusagen, was jetzt so in den letzten anderthalb Tagen gelaufen ist. Das mit dem Hochwasser, das wird wohl, das teilen Sie nicht, diese Einschätzung mit dem Jahrhunderthochwasser, ne? Und jetzt hat sich sozusagen die Gegenseite ein bisschen nochmal versteift, dass dieses Verkehrszeichen, was wir da unten sehen, ja, dass das Entscheidende wäre sozusagen. Dass wir sozusagen alles mit der Schubkarre da runterwandeln. Da kommt noch große Zelte und alles Zeug. Ja. Genau. Und das ist natürlich, sag ich mal, das mal einfach auszudrücken, ein bisschen ärgerlich. Genau. Und schauen wir mal. Servus.
Altmobil-Sound. Ja. Und das für 20 Radl. Oder 25 vielleicht. Platte für die relevante Hauptstellung. Aber es geht nicht nur ums Platte. Schackte das auf.